Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Technikreihe und heute geht es um die USV, die unterbrechungsfreie Stromversorgung. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich. Ja, Leute, Thema USV. Da gibt es viele, ich sag mal, Meinungen und Unterschiede in der Aufstellung und in dem, was, wie man sie betreibt, ob man sie betreibt, warum überhaupt. Ich möchte euch hier in diesem Video mal meine Philosophie im Endeffekt näher bringen und warum ich entsprechend die USV, die ich jetzt habe, im Endeffekt verbaut habe. Ich möchte euch mal eben etwas näher bringen, warum es wichtig ist, eine USV zu haben, weil aus dem ganz einfachen Grund, wenn wir ein komplexes System haben, so wie unser Aqua es im Endeffekt ist, sprich, wir haben Korallen drin, wir haben Bakterien drin, wir haben Fische drin und dieses komplette System muss natürlich in irgendeiner Form mit, ich sage es mal, Sauerstoff versorgt werden. Dieser Sauerstoff kann einerseits natürlich durch den Abschäumer eingebracht werden, der bei uns im Technikbecken arbeitet. Andersrum geht es aber auch über die entsprechende Oberflächenbewegung, die wir durch unsere Pumpen erreichen. Das ist ja sowieso ein Teil, der gemacht werden sollte. Wir müssten nach Möglichkeit immer ein bisschen Oberflächenbewegung haben, damit ein Gasaustausch vernünftig stattfindet, unter anderem. Und dieser Gasaustausch ist im Endeffekt genau das, was ich dann erreichen will, wenn ich hingehe und eine USV an meinem Aquarium anschließe. Da gehe ich dann nur hin und schließe genau nur diese eine Pumpe an. Weil alles andere, was ich im Prinzip im Becken habe, ist erstmal uninteressant für mich. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ja pass mal auf, wie sieht denn das aus? Warum ist der Sauerstoff auf einmal so wichtig und beim Transport von Korallen und Fischen ist er nicht wichtig? Die Korallen kommen eine längere Zeit ohne Sauerstoff aus. Das ist richtig. Die brauchen im Endeffekt Licht, die brauchen das Wasser, sie brauchen die Nährstoffe aus dem Wasser. Die können eine Zeit lang ohne Sauerstoff überleben. Aber sie ziehen diesen auch aus dem Wasser heraus. Zum Zweiten, unsere Fische, die wir haben, brauchen den Sauerstoff ganz extrem. So, wenn jetzt kein Neueintrag von Sauerstoff stattfindet, in welcher Form auch immer, ziehen die Korallen, es ziehen die Fische, es zieht die Biologie in gewisser Form und dann ist sehr, sehr schnell das Becken sauerstoffarm, unsere Fische gehen ein und das nächste, was danach eingeht, nach Zeit X bzw. nach längerer Zeit, sind dann unsere Korallen, weil das System dann ganz extrem an diesen entsprechenden Werten zieht. So, das als kleiner Hintergrund, warum es wichtig ist, eine Oberflächenbewegung und einen Gasaustausch bei einem Stromausfall zu haben. So, kommen wir zu der Anlage, die ich jetzt verbaut habe. So, die Anlage, die ich verbaut habe, die habe ich bei Amazon gefunden und ist eigentlich recht simpel, recht einfach, recht klein und dazu auch noch günstig. Und ja, es ist eine Powerwalker 220 SHL, wie auch immer, wurscht. Ich blende euch mal eben ein Bild ein. Das Ding hat, hat 2200 Volt Ampere und kann 1200 Watt maximal leisten. Brauchen wir nicht. Also zumindest die Wattzahl brauchen wir nicht so hoch. Aber egal. Wichtig an der ganzen Sache ist, was ist in dieser Anlage an Batterie verbaut. Und da ist im Endeffekt wichtig, wir müssen A wissen, was es für Batterien sind. Also sprich Leistungsdaten. 2x12 Volt, 9 Amperestunden sind in dieser Anlage verbaut. So, wenn ich das Ganze jetzt ausrechne, das ist die 2x12 mal der Amperestunden, komme ich auf 216 Watt, die diese Anlage in der rein rechnerisch in der Lage ist, eine Stunde lang zu leisten. So, jetzt habe ich an meinem Becken
exakt eine Pumpe dran angeschlossen, die während eines Stromausfalls laufen soll. Und das ist meine Reef Wave. Diese Reef Wave hat eine Stromaufnahme von 45 Watt maximal. Mit diesen 45 Watt rechne ich. Jetzt nehme ich die 216 durch die 45 und komme auf einen Wert von 4,9, hast du nicht gesehen. Das ist ein rein rechnerischer Wert. Da gehen natürlich auch noch Verluste durch Wärme etc. auch noch von ab. Also ich rechne rund 4,5 Stunden, das habe ich auch schon ausprobiert. Diese Anlage versorgt mein Becken 4,5 Stunden lang. Und dann ist der Saft weg. Gut. Im Endeffekt habe ich dann nach diesen 4,5 Stunden noch eine gewisse Zeitspanne, die mein Becken überlebt, ohne dass irgendwas passiert. Und das ist auch wiederum davon abhängig, was im Endeffekt wir für ein Wetter haben, wie gut der Raum gelüftet ist etc. pp. Ich gehe von einem Zeitraum von ungefähr 2 Stunden aus. So, diese 2 Stunden rechne ich auf meine 4,5 Stunden oben drauf und dann komme ich auf 6,5 Stunden, die ich hier vor Ort überbrücken kann, bis es wirklich kritisch wird. Ich wohne jetzt hier zum Beispiel in einem Bereich, Klopf auf Holz, wo unsere Stromausfälle, die wir ab und zu mal haben, nicht wirklich gravierend sind und lange andauern. Und deshalb habe ich diese Variante gewählt, weil ich nicht länger überbrücken muss. Wenn wir hier einen Stromausfall haben, sind es maximal 2 bis 3 Stunden. Und das ist auch schon das Maximum, was hier passiert ist. Ich glaube, in meiner gesamten Aquarienzeit, die ich jetzt hier in diesem Haus drin wohne und hier in diesem Bereich, wo ich wohne, habe ich, glaube ich, 2 Stromausfälle gehabt. Und die waren ruckzuck, waren die auch wieder behoben. Also reicht diese Variante für mich aus. Wenn ihr jetzt dementsprechend auch in einem Bereich wohnt, wo ihr sagen könnt, okay, wir haben relativ wenig Stromausfälle und wenn, ist es schnell wieder behoben. Das kann natürlich auch grundsätzlich immer wieder mal sein oder es kann auch sein, dass Stromausfälle länger dauern. Aber ich sage mal, für eine Grundversorgung sollte das erstmal vollkommen ausreichen. Viele gehen auch hin und haben ein Stromaggregat im Keller oder haben eine komplett andere Anlage, die sehr viel größer aufgebaut ist. Bei mir ist eben die Problematik hier, ich habe hier oben nicht mehr Platz. So, ich blende euch jetzt mal eben die Anlage mit ein, wie ich sie verbaut habe. Man sieht, dass sie entsprechend ziemlich weit hinten drin steht. Ich muss ja auch nicht direkt ans Display dran, das ist relativ wurscht, daran kann ich sie zwar an- und ausschalten. Wichtig ist, dass Luft überall dran kommt und dass die Anlage dementsprechend eingeschaltet ist. Ein Verbraucher über diese Anlage und dann ist gewährleistet, dass ich die entsprechende Zeit überbrücken kann. Und innerhalb dieser Zeit ist bei mir in der Regel der Strom wieder da. Jetzt gibt es natürlich auch von anderen Herstellern Möglichkeiten und Mittel, Pumpen weiter am Laufen zu halten, wie zum Beispiel Tunse hat, glaube ich, Adapter, für GRL gibt es Adapter und. Es muss dementsprechend immer darauf zugeschnitten sein, was ihr braucht. Für mich reicht diese Anlage und dadurch, dass sie auch noch in Anführungszeichen recht kostengünstig war mit 140 Euro, bin ich damit sehr zufrieden. Testen solltet ihr auf jeden Fall, wie lange diese Anlage oder die von euch installierte Anlage überlebt, beziehungsweise eure Pumpen am Laufen hält. Das ist natürlich wichtig. Das muss erstmal ein Stresstest gemacht werden. Und dann könnt ihr auch, ich sage es mal, beruhigten Gewissens gegebenenfalls in Urlaub fahren oder zur Arbeit, je nachdem, wie die USV dann eingesetzt wird, beziehungsweise für was sie gedacht ist. Fakt ist, wenn hier der Strom wieder relativ schnell da ist, dann ist das Thema USV für mich dann auch genauso, wie ich es installiert habe, genau richtig. Gut, das als Überblick zu meiner USV und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Da kommt dann nämlich der nächste Teil vom Aquarientagebuch raus und da werde ich auch nochmal auf die Problematik der verschiedenen Beleuchtungen eingehen, um zu zeigen, was ist eine flächige Beleuchtung, wie ist im Vergleich dazu, ich sag's mal, eine Punktbeleuchtung beziehungsweise ich sag's mal, die normalen LED-Beleuchtungen. Da habe ich 2 Beispiele, einmal eine Kessel und einmal eine Hydra, die ich euch im Vergleich zeigen kann. Das dann aber in der nächsten Woche. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst doch bitte den Daumen da.
Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet, abonniert ihn bitte. Macht die Glocke an, dann kriegt ihr auch mit, wenn ich wieder was raushaue. Und ich würde sagen, wann immer ihr dieses Video hier auch gesehen habt, Tag, Nacht, Abend, wie auch immer, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Weiber. Ciao.